Hallo Leute und auch wieder zurück. Ja, heute geht es natürlich auch weiter. Es geht auch sowieso direkt weiter. Und ich würde sagen, wir starten auch hier direkt. Es ist 3 Uhr morgens, beziehungsweise 2:30 Uhr morgens. Um genau zu sein, 2:22 Uhr. Und das ist natürlich eine heftige Zeit. Aber ich muss ein bisschen im Voraus aufnehmen, denn ich habe zu viele Projekte momentan am Start. Und das ist halt nicht anders machbar. So, wir waren unten da am Fertigmachen. Jetzt war ich am Überlegen, ein bisschen loszuziehen, beziehungsweise mir erstmal was zusammen zu craften. Das kommt erstmal alles weg. Star Pieces, irgendwelche unnütz Bögen, die brauche ich für später. Den nehme ich noch mit. Warte mal, Kakteen. Und das Bot Zombie, wo bist du? Wo bist du, Zombie? Komm her. Ich weiß es nicht, wo er ist. Keine Ahnung, egal. Oder ist er hier unten irgendwo gefangen? Ich auch schon mal, dass irgendwas gefangen war, ne? Wird irgendwo in der Nähe sein, also werden wir mal irgendwann schauen. So, jetzt brauche ich noch ein bisschen Gravel. 1, 2, 3. Ich habe da bestimmt noch mehr gehabt, oder? Da ist noch was. Da sind sowieso nur Bücher drin. Wie viel ist hier drin? 23, ach 60, ne, komm. Dann machen wir nur 3, 6 immer hier. Das, das. Und noch mal Gravel. Nein! Gravel, Lehm und Sand. Ich hab wieder Mörtel. Und das. Habe ich jetzt irgendwas verpasst? So. Und das Zeug, das schmeißen wir jetzt erstmal rein. Erstmal ein Stack hiervon rein. Und den Rest da rein schmeißen. Ich muss mal eben hier meinen. Ich habe jetzt so ein Verband, beziehungsweise so ein. Ja, so eine Hilfe holt, damit das nicht mal auf den einen Druckpunkt gibt. Weil ich ja meine ohne Mauspad bzw. ohne Pad für den Arm bei der Tastatur habe. Ach, das ist natürlich blöd jetzt so. Und das brauche ich nur so umschnallen und dann so eine glatte Oberfläche bzw. eine weichere Oberfläche, damit ich nicht diesen. Es gibt ja diesen roten Zockerpunkt, nennt man den ja, weiß nicht, ob man den so nennt. Der halt für Zocker üblich ist, sag ich mal so. Also den Rest kann ich eigentlich wegtun, dann sollte man schlafen gehen, weil wir wieder die Einzigen auf dem Server sind. Aber ist auch geil. So, Glas, Mamfi, Mamfi. Viel sind noch drin, 63, eine Axt. Ah, ein bisschen Holz können wir schon mal holen. Das wollen wir gleich in den nächsten Tagen. Erstmal sleepen. Sleep, go away. So, nehmen wir mal die beiden Äxte. Ich weiß jetzt nicht, ob beide klappen, das ist ja natürlich geil. So. Komm. Dankeschön. Jetzt gehen wir uns mal da hinten drum, können wir ein bisschen Holz zu sammeln. Hallo Zombie. Da war ja auch noch Leder in der Sache. Boah, wie viele Tiere. Ey, wisst ihr mal was Geiles? Das hier. Einfach mal so einen Rage-Mode hier drin treiben. Wisst ihr, wie viele Tiere da ankommen? Das ist sowas von lustig hier. Hier die ganzen blöden Mistviecher hier und die ganzen Armadillos hier unten, die gehen auch sowieso ab. So kann man ein bisschen nebenbei leveln. Also eigentlich ganz voll lustig. Können sowieso nichts machen. Zwei, drei Schläge, dann sind die down. Ich müsste eigentlich noch Sharpness drauf machen. Aber zumindest geil, dass die Armadillos auch Fleisch geben. Zumindest bei Prozenten setzen hier. Ja, 10 Fleisch schon wieder. So kann man auch ein bisschen Fleischfarm gehen. Dass sie gar nicht unter Wasser sterben, wundert mich. Nochmal ein Armadillo und zack ist er down. Also solche Höhlen sind eigentlich ganz geil. Das könnte man sozusagen als Falle auch nutzen. So, jetzt sollte ich hier ein bisschen Holz sammeln. Ich weiß jetzt nicht, ob die Axt hier auch funktioniert, die Living Metal Axt. Schauen wir mal eben. Ja, die funktioniert auch. Das ist geil, weil das ist ja nicht Timbermod, das ist ja Tree Capsulator. Und der funktioniert etwas anders. Da willst du mich ärgern, aber... Du auch noch? Komm her. Kein Problem mit euch. Aber hier ist eine Schneewüste. So. Ich glaube, die ist auch ein bisschen besser. Ne? Was? Bockst du mich? Hä? Na, willst du auch noch Stress? Komm her. Ich teile gern bei jedem aus. So ein bisschen Güsal. Wäre natürlich geil für Chocobos. Aber da bin ich am überlegen schon, ob ich mir nicht ein Pferd nehme und einen Pegasus rausmache. Kann natürlich auch fliegen. Hat auch einen Vorteil, dass wir da noch eine Rüstung anziehen können.
Ich weiß noch nicht ganz genau, muss ich mal schauen. Ja, 2 Stacks Holz brauche ich auf jeden Fall. Allein nicht nur für die Mauer bauen, so für innerhalb auch noch ein bisschen bauen. Da wird auch noch eine größere Aktion laufen, dass ich nochmal weiter laufe, mehr Holz zu sammle. Zum Craften allein ist das ja auch wichtig. Und ich schaue mal gerade, habe ich Knochen im Inventar? Genau. Falls ich jetzt den Hund finde, den direkt mitnehmen. Den sollte man direkt mitnehmen und dann kann man den nämlich sozusagen auch noch als Verteidigung nutzen. Aber Biber bringen mir gar nichts. Schweine, okay. Könnte man auch noch irgendwie zur Not mitnehmen. Die Schweinchen. Aber die kann man, glaube ich, auch besser mit dem Schwert niedermetzeln und Eier daraus machen, oder? Ist das nicht sinnvoller? Ich schau mal gerade. 2 Fleisch. Mal gucken, ob es überhaupt Spawn-Eier davon gibt. Ich weiß, dass es Kuh-Spawn-Eier gibt. Aber für Schafe weiß ich das jetzt... Ach, beziehungsweise für Schweine weiß ich das jetzt nicht. Nee. Nee. Ist hier noch irgendwo ein Schwein? Da ist noch eine Kuh. Da ist ein... genau, da ist eine Kuh. Das ist schon mal geil. Das waren Zwein? Nee, das war nur eine... nur Güsal. So, weiterhin 15 Minuten immer. Versuche immer, dass ich 2 Folgen hochkriege. Denn wir müssen auf jeden Fall viel tun hier. Und wenn dann halt ein Angriff ist, müssen wir halt dann einschreiten. Und hier muss ja Verteidigung bauen. Das heißt, das ist schon mal das A und O hierbei. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo Kühe oder sowas in der Nähe haben. Da hinten ist noch ein Tower, den könnten wir eigentlich mal... Ich habe gar keinen Big Pack mit. Schau mal gerade. Ne, aber da hinten ist wie gesagt ein Tower. Den könnten wir hier eigentlich mal auch austesten. Oh, habe ich eine Schaufel mit? Ja, habe ich. Denn wir können das Zeug hier schon mal abbauen. Das müsste Kies... oh, Aluminium ist das. Aluminium Gravel. Das kann man eigentlich nur mit Schaufeln abgraveln. Also nicht mit der Hand versuchen, einfach nur mit einer Schaufel... Das Abfahren, am besten eine Dia-Schaufel, dann geht das schnell. Aber Hexe geht das ja eh relativ schnell dadurch. So. Oh, Creeper. Creeper sind immer gut. Nice. Oh, leider kein Ei. Schade. So, hier sind noch die Bäume gespawnt wieder. Leider schade. Warte mal, hier war noch... Oh, hi. So, was bist du denn? Du bist die Silk Touch. Können wir auch mal mitnehmen. Sollen wir als Silk Touch Spitzhacke den ganzen Block mitnehmen und zu Hause, wenn wir Lust haben, das dann einzusetzen. Hier ist auch noch. Nein! Sand. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Platz. Na, was kommt im Inventar? Hoffentlich das Richtige, genau. So, dann können wir nämlich die Blöcke einfach mitnehmen und irgendwo sammeln. Für schlechte Zeiten. Da oben ist auch noch Kohle, die lasse ich jetzt aber mal hängen, aber das Gold lasse ich definitiv nicht hängen. Das nehme ich mal mit. Lalala, lalala, Gold, natürlich habe ich keinen Platz. Was kann weg, was kann weg, was kann weg? Die Charts. Ne, der Block kann weg. So, Kohle ist auch noch hier geil. Geil, Kohle. Ich meine, 2 Dinger. Was? Ja, 11. Gibt es um die 40, wenn wir Glück haben. Aber besser als nix. Guck, 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 guck. Weil es sind einfach nur zu viele Tiere hier. Die müssen wir immer ein bisschen ausmessen. Da fallen ja auch immer mehr rein. Müssen wir schauen, dass wir die auch irgendwann wegkriegen. So, Erze hier rein. Dann können wir das Gravel auch hier rein tun und den Rest... Holz hier rein, Erde weiß ich nicht. Kann ja auch erstmal irgendwo reingeworfen werden. Hier ist noch genug Müll. Das kommt noch rein, hier das. Das ist das auch noch hier. 12 davon. War das jetzt richtig? Ja, richtige Truhe. Hier kommt nämlich Essen. Kann hier so ein bisschen Faxzeug rein.
Oh, warte mal, das ist ja falsch, die Strings. Die Strings kommen hier rein, da kommen ja auch die Pfeile rein, ist gut. Nun, bin ich mal überlegen, was machen wir denn? Gehen wir ein paar Tower irgendwie? Ja, wäre eigentlich ganz schlau, ein bisschen Material sammeln. Schauen wir mal, was das Beck hier sagt. Das ist natürlich auch schon wieder geil voll. Wir haben noch Leder und wir haben noch Strings. So, mach doch mal. Wie kriegen wir raus? 8 Stück, auf jeden Fall gut. Nochmal noch 9er. Hopp. Dann tauschen wir einmal. Jetzt kommt Kohle und dann müsste ja danach müssten Lohnrouten nachrutschen. Hier ist auch Leder schon wieder fertig. Es geht ruckzuck. 4 Stück Tarnt Leder schon. Dann machen wir uns noch ein Big Pack und sammeln dann erst ein bisschen da hinten ein. In Richtung dahin gehen und ein bisschen noch was einsammeln. Erfahrungspunkte sollten wir mal in Reparation bzw. in Unbreaking mal hier rein. Erstmal Unbreaking 1 und reparieren. Danke. So, wie weit bist du? 4 sind... Ne, stimmt gar nicht. 4 Bonner Vierer. Das dauert natürlich. Ist hier irgendwas reingefallen? Nein. Ist hier irgendwas drin, was drin nerven kann? Außer der alte Strauß? Nein. Ja, fällt momentan so viel rein. Oh. Hast du Ärger mit mir, oder was? Kann ja gar nicht angehen. Ne, das brauche ich noch. Ich wollte an die Essenskiste hier. Machen wir gleich mal 32 Fleisch mit. Einfach reinschmeißen und laufen lassen. Klack. Ah, jetzt kommen die Dinger nach. Jetzt haben wir ein Big Pack. Dankeschön. Und jetzt müsste ich mal gucken. Irgendein Pack war doch der Electric Stuff. Nur voll Server mitnehmen. So, die beiden Äxte brauche ich aber nicht. Ich nehme nur eine mit. Ist eigentlich egal, welche. Die nehme ich mit. Zum Abbauen. Der kann einfach im Inventar bleiben. Dann Nahrung, Lichter, den Stuff. So sollte eigentlich richtig sein. So machen wir das auch. Und dann gehen wir mal in die Richtung. Und gehen mal in den Tower, der jetzt da hinten war. Kommen wir höchstens gerade an. Dann können wir vielleicht dann in der nächsten Aufnahme mal den Tower noch einholen. Und dann müssen wir auch, wie gesagt, mal uns beeilen, irgendwie ein bisschen Festung aufzubauen, uns ein Dorf hier hinzusetzen, richtig. Und das werden wir dann auch danach machen, aber erstmal gucken, was wir so an Towern schaffen. Ich will hoffen, dass ich nicht sterbe. Ja, nicht sterben, das ist nämlich blöd. So. Eben noch fliegen. Da ist nämlich der Tower. Guten Tag. Würde ich sagen, wir machen mal eine kurze Folge und dann mache ich gleich eine längere etwas da nebenbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Shooter B und tschüss.